Wenn das die Patienten wüssten, Teil 2, willkommen hier auf TikTok, YouTube oder Telegram, wo immer ihr das Video seht. Wir lesen weiter vor, wir haben uns das angemarkert, wo wir waren. Weiter geht's. Und deshalb bekommen die Menschen ein Chip unter die Haut. So seine Argumentation. Wer sucht, der wird finden. Doch die meisten Menschen wollen gar nicht suchen. Deswegen unterscheiden wir sie auch nicht von den Tieren. Denn Tiere suchen auch nicht. Klar? Wer seinen Verstand nicht nutzt, um seine Freiheit nicht kämpft, der vermisst sie auch nicht. Das Wissen ist doch da. Es ist überall. Doch wer nicht sehen will, der sieht es eben nicht. Ich stelle ihm damals auch die Frage, wann das Bargeld entzogen wird. Ein Hochgrad-Freimaurer wird da gefragt. Was er dann folgendermaßen beantwortete. Das kommt drauf an, wie sich andere Faktoren entwickeln. Es wird neue Terroranschläge geben, da wir durch diese Massen Mürbe machen werden. Die Menschen der Welt werden uns darum bitten, die Welt für sie sicherer zu machen. Was wir durch unsere Technologien, die längst entwickelt ist, auch tun werden. Das Bargeld wird verschwinden, doch es wird mit einem Ereignis parallel laufen, über das ich Ihnen leider nichts sagen kann. Sonst dürfte ich sie heute Nacht nicht mehr nach Hause lassen. Nun, das war im Jahre 2003. 2004 hatte ich es in meinem Buch Hände weg von diesem Buch auch nachweislich mit dem Wortlaut veröffentlicht. Das ist alles geplant. So, die Menschen sind durch die Corinna-Krise so hirngewaschen, dass sie inzwischen tatsächlich darum betteln, endlich gegen das Virus geschlumpft zu werden. Und sie wollen auch gar nicht mehr bar bezahlen, da ist man doch sprachlos. Der Illuminat hat damals schon gesagt, dass sie den Menschen den Chip nicht aufs Auto drücken werden. Nein, die Menschen werden die Regierung anflehen, ihn bekommen zu dürfen, weil sie endlich wieder in Sicherheit sein möchten. Und genau das erleben wir jetzt. Just diese Woche erfuhr ich eine erneute Bestätigung über einen rumänischen Hochgrad-Freimaurer, der meinte, dass jetzt alles bereit sei, 1960er Jahren in den Schubladen lege und nun werden wir es umsetzen. Mehr dazu im Kapitel 9.21. Ich gehe davon aus, dass die meisten der genannten Bücher oder das Handbuch für Götter gelesen haben und gehe deshalb an dieser Stelle nicht tiefer mehr drauf ein. Fakt ist, und das habe ich über meine Newsletter den letzten Jahren bewiesen, indem ich jeweils Monate vorher beschrieben habe, was als nächstes kommt. Dass wir in einer unguten Zeit entgegengehen, wenn sich nicht etwas Dramatisches ereignet und dieses Vorhaben verhindert oder zumindest abgeändert wird. Als ich in dieser Zeit im November 2021 schreibe, heißt es in den Mainstream-Medien, oh Gott, jetzt sind die Inzidenzen weiter dramatisch gestiegen. Wir haben nicht genügend Pflegebetten, die verdammten Ungeschlumpften sind dran schuld. Wir müssen einen neuen Lockdown verhängen, wir brauchen jetzt eine Schlumpfpflicht. Man kommt sich vor wie im Irrenhaus. 2020 war kaum jemand geschlumpft, aber die Fallzahlen an Corona-Patienten waren niedriger als heute. Da über 70% der Bevölkerung geschlumpft ist. Jeder Normaldenkende fasst sich bei diesen Fakten an den Kopf, aber es gibt genügend Menschen, die immer noch an der Schlumpfung und von der Schlumpfung überzeugt sind. Oh, jetzt habe ich verloren hier. Aha. Alleine in meinem Umfeld sind mindestens 20 Menschen direkt nach der zweiten Schlumpfung gestorben. Andere haben eine halbseitige Gesichtslähmung, einen aufgeschwemmten Kopf, Lähmungserscheinungen, Gürtelrosen, Blutgerinnsel, Herzinfarkte, Thrombosen, die Hände zittern, Tremor und so weiter. Wir sprechen von Menschen, die von der Schlumpfung und vor der Schlumpfung noch gesund waren. Haben Sie sich nicht auch alle schon gewundert, wie es sein kann, dass alle Politiker und Massenmedien in Einhorn blasen? Genau dieser Eindruck soll entstehen. Doch das entspricht nicht der Realität. Es gibt zahlreiche Ärzte, die eine gegenteilige Meinung vertreten und auch die Schlumpfung kritisch gegenüberstehen oder sie einfach ablehnen. Nun erfährt man aber gar nichts davon oder nur über Umwege. Kritische Ärzte oder auch Politiker wurden einfach zensiert, werden dann bedroht,
verfolgt, bestraft, weil sie als profunde Kenner der Thematik Kritik am Vorgehen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und unseren europäischen Regierungen üben. Einige Mediziner und ihre Erkenntnisse behandeln wir in diesem Buch. Manche kommen auch direkt zu Wort. Womit wir nun zu einem eigentlichen Thema in diesem speziellen Buch kommen, unsere Gesundheit. Wie die meisten Menschen war auch ich vor 3 Jahrzehnten noch der Meinung, dass es doch ein Heilmittel gegen den Krebs geben müsste. Klar gibt es das und nicht nur eins. Vera Wagner und ich präsentieren hier mehrere in diesem Buch. Vor allem ist wichtig, die Ursache des Krebses zu kennen. Kenne ich die Ursache, so kann ich es ändern. Aber können Sie sich vorstellen, dass ein Krebsheilmittel möglicherweise gar nicht erwünscht ist? In meinem Buch Whistleblower führte ich im Jahr 2016 ein Gespräch mit einem Insider aus dem US-Bankenbereich, einem Broker. Der erzählte mir von einer Finanzstruktur im Hintergrund, derer sich nur ausgewählte Personen bzw. spezielle Familien bedienen, um ihr Vermögen in kurzer Zeit zu vervielfachen. Nur Eingeweihte bekommen dazu Zugang. Mein Whistleblower war einer der Menschen, die das für die Superreichen durchgeführt haben. Doch dieses ist aber nicht mein heutiges Thema. Der Whistleblower berichtete mir von einem Arzt, den er in Denver, Colorado kennenlernte, der ein Heilmittel gegen Krebs entwickelt hatte, das jede Form des Krebswachstums zum Stillstand brachte. Anstatt des großen Durchbruchs im Medizinsektor bekam er Besuch von der NSA, National Security Agency, die ihm unvermissständlich mitteilte, dass eine Veröffentlichung nicht gewünscht sei, da man für jeden dankbar sei, der an Krebs sterbe, da es zu viele Menschen auf der Welt gäbe. Ja, das ist tatsächlich so geschehen. Die ganze Geschichte erfahren Sie gleich im Kapitel 1. Ein weiteres Präparat zur Behandlung von Krebs ist das Schöllkrautpräparat Ukraine, das der Ulmer Arzt und Kinderbetreiber Dr. Frank Gansauge erfolgreich für Therapien einsetzte, bis er mehrere Hausdurchsuchungen hatte und das Mittel zur Behandlung verboten wurde. Auch seine Geschichte erfahren Sie hier später in einem Interview. Wenn das die Patienten wüssten, wir lesen später weiter, wir machen wieder unser Lesezeichen ins Buch, ich marke wieder an, bis wo wir gelesen haben. Und genau das geht weiter im Teil 3. Ich freue mich, macht das Plus weg, abonniert den Kanal, wo auch immer ihr das Video seht. Bis dann, ciao, ciao.